Herzlich willkommen zum Digital Heart Business Podcast für erfolgreiche Unternehmer mit Herz. Ich bin Klaus-Stefan Dufner, Digital Transformation Coach, Geschäftsführer eines E-Commerce, Unternehmens- und IT-Profi und ich möchte dich inspirieren, dein digitales Herzensbusiness zu kreieren. Und ich freue mich riesig, dass das geklappt hat. Mein Gast heute ist Simone Hauswald. Sie ist Mentalcoach und Medaillengewinnerin bei Olympia und bei Weltmeisterschaften im Biathlon. Und das Thema heute ist Mentaltraining als Lebenseinstellung. Liebe Simone, bitte stelle dich vor. Ja, lieber Klaus-Stefan, vielen Dank für die einführenden Worte. Ich freue mich, heute mit dir einen Podcast zu machen und das Interview. Und ja, ich habe 20 Jahre meines Lebens Biathlon gemacht. Jetzt ist nicht mehr die Hälfte meines Lebens, bin schon ein bisschen drüber. Ja, und es war einfach so ein Kindheitstraum von mir, Biathlon zu machen, dann auch eben Medaillen zu gewinnen. Ich habe früher immer als kleines Mädel da im Fernsehen Uschi Diesel und Fritz Fischer ja bewundert und bestaunt und irgendwie hat sich da so ein Herzenswunsch in mir breit gemacht, da auch mal ganz vorne mit dabei zu sein. Und es war ein langer Weg mit vielen Höhen und Tiefen, aber schlussendlich habe ich es dann doch geschafft, auch auf dem Höhepunkt meiner Karriere dann mir meinen Kindheitstraum zu erfüllen und habe da eben auch die letzten beiden Jahre mit Mentaltraining angefangen, weil ich war immer so diese Trainingsweltmeisterin. Und wenn es dann bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen um die Medaillen ging, da ging dann bei mir nichts mehr. Und da habe ich dann eben auch die Weichen gestellt und gesagt, okay, irgendwas brauche ich jetzt, was ich verändern muss. Und bin dann eben mit Mentaltraining dann eben eingestiegen und ja, habe da so meinen Erfolg dann auch im Wettkampf feiern können. Und ja, und das hat mich dann dazu bewogen, nach Beendigung meiner Karriere 2010 in Vancouver dann eben auch ja diesen Weg einzuschlagen, Mentalcoach zu werden und die Menschen zu begleiten. Ja, einfach Mentaltraining als Lebenseinstellung, so sehe ich das. Und es ist egal, ob du jetzt irgendwie eine Führungskraft bist oder ein Otto-Normalverbraucher, weil uns Menschen verbindet alle ein Körper, ein Geist und eine Seele und Gefühle. Und da ist es einfach immer schön, da noch Potenzial aus den Menschen rauszuholen und sie dann ein Stück weit zu begleiten, aber dann eben ja ihnen eigentlich nur das Handwerkszeug zu zeigen, was in ihnen steckt und sie dann einfach auch wieder loszulassen, dass sie selber ihren Weg gehen mit den ja, mentalen Techniken, die ich ihnen an die Hand gebe. Und das ist einfach ein schöner Weg, eine schöne zweite Berufung nach meiner ersten Berufung Biathlon. Und so bin ich dazu gekommen, Mentalcoach zu werden. Ja, und vor allem, du hast es ja dann selber erlebt. Ich meine, du hast ja dann viele Jahre trainiert und warst auf Wettkämpfen. Und die letzten zwei Jahre, glaube ich, da ging es ja wirklich richtig steil nach oben. Also als du jetzt ja den Geist ja richtig dazugenommen hast oder auch verschiedene Techniken angewendet hast, ging es auf einmal ja wesentlich besser. Was war denn so vielleicht jetzt der Schlüssel oder was war denn das Besondere? Was würdest du sagen, was war dann wirklich der Durchbruch oder was hat die Veränderung dann gebracht? Ja, also das waren, denke ich, mehrere Aspekte. Also früher hieß ich ja Denkinger und meine Stärke war einfach das viele Denken, was mit meinem Mädchennamen zu tun hatte. Und viel Denken ist manchmal nicht so verkehrt, aber wenn man zu viel denkt, gerade im Sport und jetzt im Biathlon, wenn es halt am Schießstand einfach auch eine Qualität der Ruhe und der Fokussierung braucht, das zu viel nachzudenken, dann geht der Schuss nach hinten los. Und dann sage ich immer so schön, nachdem ich dann 2008 meinen Mann geheiratet habe und das Denken abgelegt habe, dann da ging das dann auch besser. Und ich denke, das hat schon auch ein Stück weit mit diesem Loslassen zu tun. Aber schlussendlich war das dann eben einfach auch so dieser mentale Aspekt, wo ich dann einfach auch ja den Wettkampf oder das Training, gerade das Schießen, wo ich ein bisschen noch Ressourcen hatte, mental vorzubereiten. Also ich habe dann im Prinzip immer abends nochmal, wenn die anderen irgendwie auf dem Sofa lagen, habe ich mich hingesetzt oder habe mich auch aufs Bett gelegt und habe dann eben nochmal eine dritte Trainingseinheit gemacht. Also ich habe wirklich diesen Schießablauf visualisiert, habe da eben auch meine Zeitstrukturen verändert. Also das war schon phänomenal.
mir vorgestellt, okay, jetzt fange ich halt 5 Sekunden früher an mit dem Schießen und schieße da eben einen sauberen Rhythmus durch und habe eben das mental visualisiert und vorweggenommen. Und als ich dann tatsächlich wieder am Schießstand war, da hat sich das dann über, ja, nach 2, 3 Wochen einfach schon gezeigt, dass dieses Vorwegnehmen dann einfach auch fruchtet. Und so habe ich das dann eben auch beim Laufen gemacht. Technische Veränderungen habe ich dann eben visualisiert und verinnerlicht. Und das hat mir dann einfach nochmal so eine exponentielle Steigerung gegeben. Und ja, also ich bin immer vor einem Wettkampf, habe ich den kompletten Wettkampf nochmal durchgegangen mit Vorbereitung und dann eben auch so mir vorzustellen, dass es richtig super läuft und dass ich dann halt einfach auch erfolgreich diesen Wettkampf dann bestreite. Und das hat tatsächlich funktioniert und das ist einfach super cool, wenn man das dann so erlebt und das dann so erreichen kann. Und der andere Punkt war, denke ich, so der Durchbruch mit meiner ersten Einzelmedaille. War 2009 in der Heimat meiner Mama in Südkorea und da stand ja der Fokus schon auch sehr auf mich gerichtet. Und ich bin Halbkoreanerin und da waren die Medien schon auch sehr stark an mir interessiert. Und als ich dann nach Korea gereist bin, waren dann eben auch meine Verwandten da und haben mich angefeuert, meine Eltern waren da. Und das hat was mit mir gemacht, weil früher, ja, habe ich einfach so diese koreanischen Wurzeln, diese koreanische Seite einfach ein Stück weit auch verdrängt. Und ja, wenn ich jetzt so zurückdenke, ich bin im Prinzip immer nur mit dieser halben Kraft auch gelaufen, also immer nur mit dieser deutschen Kraft, und hatte mehr oder weniger einfach nur das halbe Potenzial zur Verfügung. Und nachdem ich dann in Korea einfach auch diesen Anteil, der mich ja auch zur Hälfte ausmacht, auch so angenommen habe, ja, da ist mir einfach gelungen, dann meine erste Einzelmedaille zu gewinnen. Und es war schon auch ein sehr, sehr bewegender Moment für mich, wo ich einfach gespürt habe, hey, alles, was dich als Menschen auch ausmacht, anzunehmen und das zu akzeptieren. Und das gibt dir einfach nochmal so viel Potenzial und so viel Energie, die sich da freisetzt. Und es war sehr, sehr schön. Und von da an lief es dann richtig gut. Und Vancouver war dann einfach nochmal so ein schöner Höhepunkt, nachdem ich dann 2006 in Turin zwar dabei war. Ich sag mal, das olympische Motto, dabei sein ist alles, ist super. Aber für einen Hochleistungssportler, der da Medaillen gewinnen will, ist das halt einfach nur ein blöder Spruch, sage ich jetzt mal. Und damals habe ich dann eben einfach auch die Weichen gestellt und habe gesagt, okay, in 4 Jahren. Da sind wohl deine letzten Olympischen Spiele und dann bist du diejenige, die da eben auch die Medaillen mit heimbringt und nicht nur zuschaust, dass die anderen hier mit den Plaketten ins olympische Dorf zurückkommen. Und es war dann einfach auch wieder so eine, wie sagt man da, einfach so ein Zeitplan, so eine Struktur über 4 Jahre, die ich mir da eben auch aufgebaut habe und bin dann froh, dass ich die letzten 2 Jahre in diesem Olympiazyklus dann eben auch noch diese Komponente Mentaltraining mit ins Boot genommen habe und mir da schlussendlich mein persönliches Patentrezept dann auch zusammengeschustert habe. Wow, also da sind schon mal zwei ganz, ganz tolle Sachen drin. Also dieses ja, mentale Üben. Also du bist eigentlich den Wettkampf durchgegangen. Das ist ja ähnlich wie Manifestieren. Also du hast im Geiste nochmal komplett durchgespielt. Und ich denke, du hast wahrscheinlich dann auch gefühlt immer, dass du richtig gefühlt hast, wie du schießt und du triffst und dann läufst du los. Und also und dann ist der echte Wettkampf gekommen und dann hast du eigentlich da schon einen Vorsprung gehabt gegenüber den anderen, die jetzt da ja das so nicht geübt haben. Und das Zweite natürlich mit dem Anteil, dass du sagst, du nimmst den koreanischen Anteil dann wahr und beziehst den ein in deine Person. Das glaube ich, dass das auch sehr, sehr viel Kraft dann gibt, wenn du das eben auch spüren kannst. Das ist natürlich dann genial, wenn es in Korea ist, dann fällt es leicht und alle sind da. Das ist ja wirklich auch super. Und was Ja, mich jetzt in, ja. und du hast jetzt eben gerade gesagt, also dieses mentale Vorstellen ist das eine, jetzt auch im Kopf her, aber genau das, was du angesprochen hast, dieses Fühlen, also wirklich in das Gefühl reingehen, weil die Gefühle ja einfach auch viel, viel schneller vom Gehirn verarbeitet werden, wie jetzt einfach so Bilder. Und ich denke, das war, ich habe früher ja schon auch immer mal wieder so Dinge ausprobiert, aber da hat einfach so diese Schnittstelle
oder diese Brücke zum Herzen einfach zu diesem Gefühl gefehlt. Und genau das ist es, dass eben dieses Gefühl ganz, ganz stark auch da ist und da jede Zelle deines Körpers im Prinzip mit diesem Gefühl auch geflutet wird. Und wenn du dann tatsächlich in diesen Wettkampf dann auch gehst, dann, ja, dann weißt du, okay, das läuft einfach. Also das fühlt sich super gut an und der Körper weiß auch genau oder auch der Geist dann, in welche Richtung es dann auch geht. Ja, ich denke auch dann der Körper oder die Zellen, die sagen dann, das kenne ich, das hatten wir ja gestern Abend schon, das machen wir genau Genau. gleich und Ja. dann läuft es optimal durch, weil die ja eigentlich dann voll auf deiner Seite sind, weil die das schon kennen. Du hast es ja mental geübt letztendlich und das Ja. Gefühl, ja, das ist halt auch wichtig. Also, wie gehe ich, was rieche ich, wie fühle ich mich, wenn der Moment eintrifft und dann, ja, dann ist es für den Körper was, vielleicht auch wie ein Programm, was er schon kennt, was er einfach nochmal abspult, was er schon kennt. Das Genau, ist, das ist einfach ja. so eine Komfortzone. Ah, das fühlt sich gut an, Ja. da bin ich dabei. Ja, und das reduziert sicherlich dann auch Stress, weil der Körper sagt, ja, das ist ja wie jeden Abend, das kenne ich. Und dann ist es auch nicht mehr so, ah, jetzt ein Schuss und wenn ich der eine Schuss nicht trifft, dann habe ich ein Problem oder dann bin ich raus oder so, sondern der Körper sagt, oh, machen wir jetzt einfach und dann reduziert es wahrscheinlich auch die ganzen Funktionen wieder, Stresshormone und so weiter. Also das hängt ja alles auch wieder zusammen, diese ja, Biochemie und das Ganze. Und das ist natürlich dann für dich super, weil du kannst dich dann wirklich aufs Schießen konzentrieren und musst nicht nur deinen Körper im Griff haben, dann sage ich mal, oder beeinflussen dann. Genau, ja. Was mich auch interessieren würde, also als ja, Mentalcoach, wie gehst du denn vor, wenn jetzt jemand zu dir kommt und einfach Unterstützung möchte? Was bietest du da an oder wie kannst du die Leute unterstützen? Ja, also ich hole sie einfach da ab, wo sie sind. Manche brauchen jetzt einfach nur ein paar schlaue Fragen. Manche brauchen einfach nur ein offenes Ohr, wo sie mal ihren Frust oder ihre Themen angehen können oder aussprechen können. Ja, manche kommen proaktiv und möchten da für sich gut sorgen. Manche kommen dann eben auch, wenn sie bestimmte Themen auch haben oder Probleme. Und da ja, versuche ich einfach dann mit den Menschen da erstmal eine Herzensebene herzustellen. Das muss ja einfach auch da sein, dieses Vertrauen. Passt jetzt mein Coach, passt der Coachy zu mir? Und ja, wenn man sich da angenähert hat, einfach auch mal in einem Erstgespräch, dann mal gucken, okay, was sind denn so, ja, welche Werkzeuge braucht jetzt derjenige? Ist das eher jetzt so ein Kopfmensch, oder ist das jetzt eher ein Mensch, der jetzt schon sehr auf der Gefühlsebene unterwegs ist? Ist der jetzt schon ist der rational geprägt oder eher gefühlsmäßig unterwegs? Und ja, da gibt es verschiedene Techniken, die ich dann immer raushol, und das kann ich nie sagen, aber da folge ich einfach immer meinem Impuls, und das ist dann immer schön, wenn der Klient dann rausgeht und total glücklich und zufrieden ist und dann auch nochmal im Nachgang sagt, boah, das hat mich jetzt total weitergebracht, da bin ich jetzt einen Schritt vorwärts gekommen. Und ja, das ist immer unterschiedlich, und da gehe ich dann immer sehr intuitiv dann auch vor in meinem Coaching. Ja, ich denke, große Rolle spielt ja auch das Unterbewusstsein, dass ja vieles im Unterbewusstsein bei den ja, Coaches sich abspielt. Wie machst du das dort, wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, dass man jetzt ins Unterbewusstsein kommt oder vielleicht dort irgendwas ändert, weil das ist ja dann schwierig im Gespräch, sage ich mal, kannst du ja mit dem Verstand eigentlich kommunizieren, aber ins Unterbewusstsein ist ja dann eher die Herzensebene, wie du sagst. Genau, entweder über Traumreisen oder Meditation oder auch Hypnose, ja, auch so Timeline, die ich dann mache, und dann eben auch so Ressourcen aus der Vergangenheit dann eben aktiviere. Und ja, manchmal reicht auch, komm, wir ziehen mal eine Karte. Was hat denn die Karte mit deinem Problem zu tun? Ach, das ist ja Das total passt interessant. so. Ich meine, da kommen ja die Kopfmenschen immer so auf die. Ja, die sagen dann immer, ja, man kann das ja schon immer so auslegen und so, Ja, dass es klar. passt. Meine, das ist auf der einen Seite schon so, aber manche Impulse, die kommen dann einfach, und ich vertraue da immer auf diese göttliche Führung auch, und dass dann schon immer der richtige Impuls dann auch genau dann kommt, wenn er kommen soll. Ja, und was mich auch interessieren würde, also ich sage jetzt mal, im Sport ist ja, du hast es erwähnt vorher, ist es natürlich manchmal auch, dass Druck von außen
ja, ersichtlich wird in irgendeiner Form. Wie hast du denn das dann geschafft, dass du praktisch positiv bleibst und in deiner Kraft bleibst? Weil ich sage, wenn jetzt du nach Korea fliegst und da warten schon die Reporter und ein Blitzlichtgewitter, da merkst du ja schon, das ist anders wie jetzt. Also wir wohnen ja beide im gleichen Ort, in Schönwald, im Schwarzwald, das verbindet uns. Also meine Zoom-Leitung ist heute, so kurz war sie noch nie, also wenige 100 Meter. Und ja, das ist ja sicher ganz anders wie jetzt bei uns oder wenn du im Training bist und dass du dann aus diesem Druck oder diesem Medieninteresse, dass du trotzdem dann noch in der Kraft bleiben kannst, im Fokus. Wie hast du das gemacht? Also es gibt zwei Seiten. Ich bin ja in Großheim aufgewachsen oder in Wehingen und in Großheim, für Großheim bin ich gestartet. Und wenn da immer so ein Heckenrennen war, also es war immer dann im Juni so Sommerbiathlon in Großheim und da standen die Leute, die ich alle kannte und die mich alle kannten, die standen dann irgendwie so gefühlt nur 2 Meter hinter mir am Schießstand und dann haben wir immer so eine Biathlon-Serie geschossen, also immer 20 Schuss in Ruhe. Ey, also das war schlimmer wie in Vancouver bei Olympia. Also mein Gewehr hat gewackelt wie ein Kuhschwanz. Und ich habe da also echt immer gehofft, dass ich wenigstens ein oder zwei treffe. Also da war teilweise der Druck viel, viel größer als jetzt irgendwo bei einer Weltmeisterschaft oder bei Olympischen Spielen. Und ja, und ich sag mal, am Anfang, als ich jetzt das erste Mal im Weltcup in Oberhof gelaufen bin, wo ja auch zigtausend im Stadion dann und auf der Strecke dann sind, ja, kommst du da als junge Athletin dann dorthin und hast das noch nie erlebt und dann denkst du, oh krass, wie soll ich denn hier schießen? Und da sind dann so viele Eindrücke, die da auf dich wirken oder auf mich damals gewirkt haben, dass es wirklich auch schwer wird, da sich wirklich auf das Wesentliche auch zu konzentrieren und dann, wenn jeder Schuss oder jeder Treffer dann auch kommentiert wird, dann war das am Anfang schon sehr viel Lehrgeld, was ich da gezahlt habe. Und du wächst da einfach auch ein Stück weit rein. Es wird zu einer Routine. Man freut sich jedes Jahr dann auch wieder drauf. Also es ist natürlich schon auch schöner, wenn man irgendwo in einem Stadion läuft, wo Tausende dabei sind und da mitfiebern und dich anfeuern, wie wenn du jetzt irgendwo in Amerika läufst und denkst, hey, okay, das ist jetzt irgendwie so ein Vereinswettkampf. Und ja, über die Jahre wird es einfach zu einer Routine. Und da ist es einfach wichtig, dass man diese Wettkämpfe dann auch wirklich als Training auch sieht und nutzt und sagt, okay, wenn jetzt da irgendwas nicht so gut gelaufen ist, okay, das zu reflektieren und dann eben zu schauen, okay, wo kann ich dann, an welcher Stellschraube kann ich jetzt noch drehen, dass das vielleicht jetzt auch am nächsten Tag schon besser wird. Und ich denke, da spielt dann schon auch diese Wettkampferfahrung und diese Reife, jedes Jahr das wieder so zu erleben und an unterschiedlichen Orten dann auch wieder zu erleben, dann auch eine große Rolle. Und natürlich spielt der Kopf auch eine bedeutende Rolle, das auszublenden und zu sagen, hey, okay, du bist hier, um schnell zu laufen und gut zu schießen und alles andere ist unwichtig und das auch immer wieder zu visualisieren und die Fans da ein Stück weit auch mit einzubeziehen und da diese Energie, die die Fans dir ja auch im Prinzip auch mitgeben, dann so aufzusaugen und für dich auch positiv umzuwandeln und umzusetzen, das ist schon, denke ich, ein Prozess, der schon vom Kopf her gesteuert wird, aber natürlich auch durch diese Erfahrungen, die man dann als Athlet dann auch über die Jahre dann macht. Und zum Schluss war das dann schon auch schön. Also das ist dann schon ein cooles Gefühl, wenn du weißt, wow, ey, also ich bin super gut drauf, ich habe ein tolles Selbstvertrauen, also ich bin voll bei mir, also da kann kommen, was will. Ich rock das einfach und mit dieser Sicherheit dann an den Start zu gehen und zu wissen, ja, heute wird einfach dein Tag. Und das war ja, viele, viele Male im Wettkampf einfach so, ich bin aufgestanden und ich hatte so eine innere Ruhe und so ein gutes Gefühl. Das habe ich dann einfach laufen lassen und ich wusste, hey, heut ist dein Tag und es war dann immer so. Und das ist halt wirklich so ein Flow-Erlebnis und das war sehr, sehr schön und da bin ich sehr dankbar, dass ich solche Flow-Erlebnisse auch ja, so für mich verbuchen konnte. Ja, und ich denke, das kannst du jetzt ja auch nutzen, sage ich mal, für deinen Tag, für deine Zukunft. Wirst du das ähnlich machen? Also wenn du sagst, ja, heute habe ich jetzt Coaching, dann sagst du, ja, ich rock das und ich schaffe das und ich begleite die Leute zum Ziel. Und wirst du es auch noch nutzen, denke ich.
Ja, auf jeden Fall. Also ich verbinde mich ja dann auch mit meinen Klienten und fühle da rein und schicke da auch eine gute Energie schon vorweg. Und ja, und wenn der Klient dann kommt oder die Klientin, dann ja, ist das einfach schon ein gutes Gefühl. Und da ja, nimmt man ja schon auch sehr viel weg oder vorweg und hat dann eben einfach auch schon den Weg. Und das ja, kann ich schon auch so sagen, dass das funktioniert und dass ich da schon auch aus meinen Erfahrungen vom Sport her profitiere. Aber es ist trotzdem wieder was anderes. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, es kommt ja auch immer darauf an. Ich sage jetzt mal, du hast angesprochen, die Energie. Wenn du mit jemandem zusammenarbeitest, kommt es ja auch darauf an, was hat er für ein Energielevel und wie hoch ist das oder ist es wirklich ganz unten? Und dann musst du ja je nachdem auch schauen, dass du die Leute dann abholst und wirklich auch mitnimmst dann, dass sie Ja, ihr Level genau. steigern können oder überhaupt dann mit dir gut zusammenarbeiten können. Das ist ja auch wichtig. Genau, also ich performe jetzt nicht mehr alleine, sondern es ist einfach wichtig, dass der Klient dann eben auch mitzieht. Und ja, aber das gelingt mir immer ganz gut. Ja, ich denke auch wichtig ist ein Commitment, dass man wirklich sagt, ja, ich möchte mich verändern, dass man, wenn man ins Coaching geht, jetzt als Klient, dass man auch wirklich bereit ist, sich zu ändern, dass man nicht nur sagt, ich lehne mich zurück und ich möchte jetzt abgeholt werden, sondern ich muss natürlich auch gut mitarbeiten. Was mich auch interessieren würde, was sind denn deine drei wichtigsten Werte in deinem Leben? Also das ist eine gute Frage. Also auf jeden Fall ist mir Harmonie sehr, sehr wichtig. So diese Liebe und das Vertrauen. Das wären so diese drei Werte, die mir sehr wichtig sind. Ja. Und dann eine ja eher private Frage: Wie startest du denn deinen Tag und warum machst du das so? Also wir haben ja noch Zwillinge zu Hause, die sind 9 Jahre alt und die stehen ja nicht immer gleich auf und manchmal bin ich halt auch jetzt gerade in den Ferienmodus unterwegs, da schlafe ich dann schon auch immer mal ein bisschen länger. Aber grundsätzlich starte ich schon in den Tag mit einer sehr kalten Dusche. Also das habe ich jetzt für mich entdeckt seit letztem Winter. Also ich freue mich jetzt auch wieder auf den Schnee, wenn ich dann im Dunkeln in Schnee rausgehe und da erstmal so Schneebaden mache. Und jetzt im Sommer ist halt einfach diese eiskalte Dusche. Und dann starte ich mit einer Atemmeditation und ja, verbinde mich einfach nochmal mit Mutter Erde und mit Vater Gott. Gott Vater und dem Göttlichen und ja, und richte mich einfach auch auf den Tag aus und tank da Energie und ja, flute mich einfach mit dem weißen Licht. Und das ist so ein, ja, einfach ein schönes Ritual, was ich so für mich etabliert habe. Und ja, das gibt mir einfach eine gute Energie, wo ich dann auch ja, gut durch den Tag komme mit den Jungs. Ja, klar, ich meine, es kann ja dann auch. Ich meine, mit Zwillingen ist es ja schon so, die sind ja nicht immer alle einer Meinung und wirklich komplett Gewehr bei Fuß, sage ich mal, stramm stehend und warten auf Befehle von der Mutter, sondern sind vielleicht manchmal gegenläufig die Interessen. Das glaube ich. Also, ich meine, ich habe nur eine Tochter, die ist mittlerweile auch 21, aber auch die war nicht immer einer Meinung oder hat genau das gemacht, was ich jetzt gedacht habe. Genau. Was mich auch interessieren würde, wie gehst du denn mit deinem Ego oder deinem inneren Kritiker um? Weil, also normalerweise, also bei mir ist ja so, das meldet sich immer mal wieder das Ego. Und ja, dann muss man mit dem ja in so einen Dialog. Und wie machst du das dann, wenn das Ego sich mal meldet? Ach, das Ego, das darf dann auch da sein. Also ich versuche dann einfach auch, so wie du jetzt schon gesagt hast, in den Dialog zu gehen, mal reinzuspüren auf der Gefühlsebene, hey, was braucht das Ego jetzt vielleicht auch oder was brauche ich jetzt dann auch? Wie fühle ich mich? Was war denn? Was stresst mich jetzt dann? Also so in diese Achtsamkeit auch zu gehen, habe ich jetzt nicht gut für mich gesorgt oder kam jetzt irgendwie ein Impuls von außen, wo ich jetzt reagiert habe? Und dann eben erstmal tief durchzuatmen. Also das Atmen begleitet mich einfach auch durch den Tag. Also das begleitet ja jeden Menschen durch den Tag. Das autonome Atmen ist ja einfach grandios, aber das dann aktiv dann auch für mich zu nutzen, dann erstmal tief durchzuatmen. Die Omas haben ja auch gesagt, oh, jetzt atmest du erstmal tief durch, dann sieht die Welt schon besser aus, dann kommt auch wieder mehr Sauerstoff in den Kopf.
Und dann eben zu gucken, okay, was brauche ich denn, welches Bedürfnis steckt jetzt irgendwie dahinter, und so komme ich einfach auch über diese Beobachterrolle dann in den Dialog mit dem Ego, und dann geht es auch relativ schnell wieder weg, und wenn nicht, dann unterhalten wir uns einfach noch ein bisschen, und ja, irgendwann sind wir dann beide zufrieden und Anno wird es gecoacht praktisch dann letztendlich oder das Ego gecoacht und dann genau. sagt es, oh, ich möchte nicht so viel verraten und dann verschwindet es wieder und geht zurück in die Schublade. Ja, das Genau. ist auch gut. Genau. Was mich auch noch interessieren würde, wer sind denn deine Mentoren oder Personen, die dich extrem jetzt geprägt haben die letzten Jahre? Ja, also durch meine Ausbildung bei der Identitätskraftakademie, da habe ich ja schon auch eben meinen Ausbilder, den Mirko Irion, der mich sehr geprägt hat. Und jetzt aber auch über viele Jahre, wo ich jetzt nicht mehr in der Ausbildung bin, habe ich einfach auch so meine Coach-Kolleginnen, mit denen ich mich auch immer wieder austausche, und wir uns auch regelmäßig, ja, also jetzt nicht so eins zu eins coachen, also dafür sind wir jetzt einfach zu weit weg, aber man könnte das ja auch mal online machen. Aber ich habe eben auch eine, die mit mir die Ausbildung gemacht hat, und ja, mit der bin ich jeden Tag, also das ist praktisch meine tägliche Coach, da, und schreiben wir uns, sprechen wir uns, und ja, da ist eigentlich jeden Tag irgendwie Coaching, und das ist, ja, ich denke, das ist auch wichtig für einen Coach, dass er mit seiner Ausbildung nicht fertig ist, sondern als Coach bist du ja trotzdem ein Mensch, und wir sind alle auf dem Weg, und ja, gehen Schritt für Schritt voran, und ich finde es einfach wichtig, mich da auch selber weiterzuentwickeln, und ich meine, ich habe das täglich zu Hause, sag mal, die Kinder sind einfach mein bester Coach schlussendlich, und die zeigen mir nochmal mein eigenes Leben. Also ich lebe mein eigenes Leben, meine Kindheit nochmal durch, über die Kinder, und da sind so viele Dinge jetzt auch hochgekommen, die ich jetzt bearbeiten konnte, so Zwiebelschalenprinzip, und dafür bin ich einfach sehr, sehr dankbar. Manchmal ist es schon auch hart, dann denke ich so, aber schlussendlich am Ende des Tages schaue ich dann schon auch sehr dankbar wieder, oder blicke ich zurück und bin dankbar dafür. Und es ist einfach, ja, die Kinder sind der beste Spiegel, aber auch die Familie, einfach die Menschen, die dir am nächsten sind. Ja, über die kannst du sehr, sehr viel über dich lernen, kennenlernen. Und ich sag mal, wenn du es in der Familie schaffst, auch bei den Eltern, dann schaffst du es auch draußen mit den anderen Menschen lockerer. Also das ist meine Erfahrung. Ja, man sagt ja so, wenn du nicht mehr getriggert werden kannst, dann gehen wir 2 Wochen zu den Schwiegereltern und schau, was passiert, ob du da immer Genau. schön drin bleibst in der Ruhe. Gibt es Genau. denn ein Lebensmotto oder so ein Zitat, was dich am meisten geprägt hat? Also jetzt aus der Sportzeit, das war eher so ein, also ich hatte mal 1998, da habe ich Abi gemacht, da war ich, das war dann so mein internationaler Durchbruch bei den Junioren, als ich dann eben 2 Goldmedaillen, ich war vorher gar nicht in einem nationalen Kader, habe mich dann reinqualifiziert vorm Winter. Und da habe ich mir so einen Spruch zusammengestellt: Sport ist nicht alles im Leben. Und dann hat mich mein damaliger Rallye-Lehrer gefragt: Ja, was ist denn dann, wenn es nicht alles im Leben ist? Und dann habe ich nochmal so überlegt: Ja, Sport ist nicht alles im Leben, sondern ein kleiner Teil davon, der uns Höhen und Tiefen unseres Daseins deutlich spüren lässt und uns danach formt. Und wenn ich jetzt so zurückblicke, war das, glaube ich, echt ein krasser Glaubenssatz, den ich mir da aufgebürdet habe, weil meine sportliche Karriere war wirklich so ein Auf und ein Ab. Also manche Jahre lief super, dann bin ich wieder in das tiefe Tal der Tränen abgerutscht, und dann habe ich mich wieder auf den Berg hochgearbeitet, und das war schon ein sehr, ja, sehr krasser Glaubenssatz, der mich da geprägt hat, den ich jetzt aber abgelegt habe. Ja, denke ich. Ja, genau. Aber so ein Lebensmotto ist einfach, ja, den Tag mit einem Lächeln zu starten, dankbar zu sein, und ja, also jetzt so ganz
fixieren möchte ich mich jetzt da auf keinen einzelnen Spruch. Es gibt ganz, ganz viele tolle Sprüche, die mir jeden Tag oder immer mal wieder begegnen. Und ja, ich denke, das ist einfach wichtig, dass man immer wieder ja, so ein Lächeln auch aussendet. Und ich sage mal, das war ja so auch mein Markenzeichen während meiner Sportkarriere, dass die Leute immer gesagt haben, ja, dein Lächeln, das ist so schön. Und wir vermissen dein Lächeln, wenn es irgendwelche Leute schreiben. Und ich denke, Lächeln ist einfach so eine Sprache, die ja, die international ist, und du brauchst ja, wie sagt man halt, hier die Sprache des Landes auch gar nicht zu sprechen, sondern einfach nur deine Mundwinkel nach oben ziehen, die Augen weit aufmachen und den Menschen auch anschauen. Und dann ja, ist es einfach was Schönes, was nichts kostet, aber ganz, ganz viel bei den Menschen auch macht oder bei deinem Gegenüber, der dir begegnet. Und ja gut, kommen wir mal zur Digitalisierung. Wie nutzt denn du die Digitalisierung jetzt für dein Unternehmen? Das ist eine gute Frage. Also, da bin ich noch sehr, sehr, sehr schwach aufgebaut oder aufgestellt. Und ich habe mich da viele Jahre auch gewehrt, auch letztes Jahr, als dann eben dieser Lockdown kam. Ja, und durch das, dass eben noch mein Hauptberuf ja so diese Kinder sind und mir das ja auch wichtig ist, dass da nicht so viel Medienzeit auch im Raum steht. Und wenn die Mama da halt ständig am Handy rumhängt oder irgendwelche Online-Kurse gibt, dann ist das ja nicht sehr vorbildhaft. Und ja, weil mir einfach auch immer so wichtig ist, den Menschen persönlich zu begegnen. Jetzt ging das ja lange Zeit nicht oder wird jetzt auch jetzt ein Stück weit wieder präsenter mit den Veranstaltungen. Und ich habe mich da einfach mal aus meiner Komfortzone rausgewagt und habe dann den ein oder anderen Online-Kurs auch angeboten und habe da auch die Erfahrung gemacht, hey, das funktioniert da trotzdem. Also die Menschen spüren mich ja und da kommt auch das an, was mir auf dem Herzen liegt. Und aber ansonsten bin ich da noch recht schwach auf der Brust, sage Okay. ich jetzt mal, was diese Digitalisierung betrifft. Ja, und hast du denn Pläne, also wo du sagst, konkret jetzt in den nächsten Monaten möchtest du was umsetzen, wo du jetzt vielleicht schon dir überlegt hast? Und schon Nö, verraten magst natürlich, es ist ja immer die Frage, ob man es auch verraten mag. ja, nee, also ich versuche jetzt einfach nochmal das ein oder andere eben online anzubieten, aber jetzt so ganz konkrete Pläne, so wie du das jetzt machst, zu forcieren, das steht jetzt erstmal nicht auf der Okay. Agenda, aber wer weiß. Ja gut, man muss schauen, was alles kommt. Ja, und wenn man mit dir zusammenarbeiten möchte, wie kann man dich am besten kontaktieren? Ja, also eine Homepage habe ich, einen Facebook-Account habe ich auch. Okay. Ich meine, ich bin schon auf Instagram und LinkedIn auch vertreten. Auch wenn ich jetzt dann nicht so aktiv bin, habe ich da einen Account und da kann man auf jeden Fall dann eben auch mich kontaktieren und dann eben auch mal auf der Homepage erfahren, was ich so anbiete. Und von dem her bin ich dann doch ein bisschen erreichbar. Ja, also das machen wir auf jeden Fall alles nachher in die Shownotes. Das heißt einfach unter dem Podcast schauen. Das sind dann wirklich die ganzen Links zu Simone, zu der Website und auch zu den Social Media Profilen. Ja, ich bin nun am Ende des Gespräches angelangt. Ich weiß jetzt, Simone, möchtest du noch ein Schlusswort an die Zuhörer richten oder irgendeinen Tipp, wo du den weitergeben möchtest? Hast du da noch eine Idee? Ja, also ich fand's sehr schön. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank auch für die schönen Fragen. Es sind ja mal ein oder anderen Fragen, die neu sind. Und es ist auch immer schön, wenn ich da noch ein bisschen was anderes von mir ja, weitergeben kann oder auch mal preisgeben darf. Und ja, ich denke, oder was wünsche ich euch? Ich wünsche euch, dass ihr jeden Morgen auch mit einem Lächeln aufwacht und in den Tag startet. Und wenn es mal zu viel wird, mal kurz hinsetzen, mal 3, 4 tiefe Atemzüge zu nehmen, auch die Augen zu schließen. Und ich denke, so ein tiefer Atemzug, der wirkt manchmal Wunder, kostet nicht viel, es ist alles da. Das ist mir einfach auch wichtig und das kann jeder Mensch. Es bedarf einfach nur dieser Bereitschaft, es zu tun und dann eben zu spüren, dass das gut tut und dann eben auch gut durch den Tag zu kommen. Auch offen zu sein, für Menschen, die ja, die man vielleicht auch schon in eine Schublade gesteckt hat, ihnen nochmal eine zweite Chance zu geben und zu sagen, hey, vielleicht mal ja, zu fragen, hey, finde ich ja total spannend, warum siehst du das so? Ich sehe das komplett anders und manchmal öffnet es einfach nochmal so eine andere Bereitschaft, wo der andere sagt, hey,
Der hat mich ja gar nicht abgestempelt oder vielleicht lerne ich den jetzt einfach auf eine andere Art und Weise nochmal besser kennen und man kann die Schublade nochmal aufziehen und kriegt da irgendwie eine andere Verbindung wieder zueinander. Und ich wünsche euch, dass ihr einfach mit einer Dankbarkeit auch den Tag beendet, den Abend feiert. Und ich denke, wenn man dann einfach mit so einer Dankbarkeit, mit so einer Herzensenergie dann auch in die Nachtruhe startet und geht, dann schläft man erstens mal ruhiger und wacht dann entspannter auch auf. Und das sind so einfache Dinge, die wir leider irgendwie ein Stück weit vergessen haben durch die ganze Hektik und den Stress des Alltags. Und wenn man so kleine Dinge auch immer mal beherzigt und vielleicht auch ein Post-it macht oder irgendwie im Handy Kalendereintrag macht, hey, heute schon gelächelt, heute schon geatmet, dann sind es so die kleinen Dinge, die das Leben einfach wieder bereichern und wertvoll machen. Ja, genau, also wirklich super, super, liebe Simone. Vielen, vielen Dank für das wunderschöne Gespräch und auch gerade dieses Schlusswort. Also da kann man sehr viel auch mitnehmen und in den Alltag vor allem integrieren, wenn man dann in solche Situationen kommt. Ich bin nun am Ende dieser Folge angelangt und ich möchte noch auf eine Sache hinweisen. Ich bin als Experte beim Umsetzungscamp zum Thema Sichtbarkeit und Kundenmagnet inklusive Buchspecial dabei und ich habe dort einen Workshop, wo ich zeige, wie du mit Facebook und 5D Energy erfolgreich durchstarten kannst. Und dieses Camp ist von 2.9. bis 6.9. Es gibt 25 Workshops und wenn du magst, kannst du dich kostenlos anmelden. Der Link ist klaus-stefan-dufner.com/Umsetzungscamp. Und auch würde ich mich freuen, wenn du natürlich meinen Podcast abonnierst und bei iTunes gut bewertest. Ja, und zum Schluss bleibt uns nichts anderes. Macht's gut, habt's gut. Tschüss von uns beiden. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.